Hallihallo, Asphaltpiraten, hallihallo, Simracer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf dem Kanal der Captain Shift. Euer Sergeant Hanfan darf euch recht herzlich zurück begrüßen. Und weiter geht's hier mit iRacing mit der Woche 4 zu Gast in dieser Woche in Watkins Glen. Die Woche 4 kommt logischerweise nicht nach der Woche 2 bei eurem Sarge leider dennoch, denn er hat es tatsächlich nicht geschafft, die Woche 3 in Donington fahren zu können. Hab's auch schon trainiert, aber dann hat die Arbeit gesagt, nö, du sollst keinen Spaß haben, du sollst nicht Rennen fahren. Dementsprechend habe ich es leider dann noch verpassen müssen. Umso mehr freue ich mich drauf, unsere Busted Bella jetzt hier in Watkins Glen über den Asphalt jagen zu dürfen. Und ich sage euch jetzt schon, es macht wieder unheimlich Spaß. Also mir liegt der BMW, der macht mir unheimlich Spaß. Ich kann mir durchaus vorstellen, mit dem auch noch des Öfteren, also nach dieser Saison des Öfteren unterwegs zu sein. Wieder ähnlich wie der Mercedes, unheimlich cooles Gefährt. Ja, was erwartet mich sonst im Watkins Glen? Ich bin echt gespannt. Ich hoffe so ein bisschen drauf, dass es wieder so ein ähnliches Rennen wird wie zuletzt in Kanada. Da waren wir natürlich nicht weit vorne mit dabei, aber es war halt ein schönes, enges Rennen mit vielen Fahrern, die so ungefähr eine Pace fahren konnten. Und das hat so tierisch, tierisch Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir das heute wiederholen können. Natürlich hoffe ich auch, dass wir vielleicht weiter vorne mal wieder mitfahren können. Wäre natürlich auch eine schöne Sache. Lassen wir uns einfach überraschen und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier noch weitere große Reden schwinge, schauen wir einfach mal, was uns letztlich erwartet und setzen unseren Hintern mal ins Auto. Und natürlich schaue ich mit euch als allererstes wieder mal auf die Entries. Da sind wir an 6 gesetzt. Ich denke mal, es wird der dritte Split sein. So eine Vermutung. Mal gucken, ob ich damit richtig liege. Zweiter oder dritter Split, irgendwie sowas wird sein. An 6 gesetzt. Gucken wir auf die Results. Platzierung reicht aber nur für Platz 9. Aber ihr seht, es ist recht eng und ich habe mich in der zweiten Runde, also ich war nach Runde 1, war ich irgendwie 11. oder 12. und habe mich dann nochmal um eine Zehntel, leider nur noch um eine Zehntel verbessert und habe es dann aber nochmal, ich glaube, eine 11. war ich und bin dann nochmal wieder 2 Plätze nach vorne gesprungen. Da seht ihr einfach mal, wie knapp das Ganze denn hier letztlich aber auch wirklich ist. Also das ist hier so von 13 ist 8, die sind alle innerhalb von 2, naja, sagen wir rund 3 Zehnteln. Also das ist unheimlich eng. Leute, ich bin gespannt. Also das könnte so ein Rennen sein, wie ich es mir gewünscht habe. Alles sehr, sehr eng beieinander. Gucken wir mal, ob das am Ende auch so kommt. Erstmal ein bisschen Sprit rein in den Tank. Ah, wir haben 20 Liter gerechnet vorhin. We need to follow car number 12 in the left column. Oha, oha. Catch up to the guy ahead. Ich bin gespannt. Was haben wir also für Autos? Mercedes, Audi, da vorne noch ein Ferrari, da vorne fährt noch ein BMW, hinter dem gelben Mercedes. Sehr schön. Das mag ich halt an der VRS, dass hier wirklich halt einfach mal mehrere Fahrzeuge vertreten sind. Was ich immer so schade finde, dass in der IMSA eben wirklich nur 2 GT3s gibt, mit dem Audi und dem Mercedes. Weiß gar nicht, also gibt es 3 und ist der Ford dann noch mit bei? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es sind tatsächlich nur die beiden. Ein bisschen die Bremsen auf Temperatur bringen und auch versuchen, ein bisschen die Reifen anzuwärmen, auch wenn es nicht viel bringt. Und in meinem fahrerischen Niveau das wahrscheinlich nicht unbedingt ausschlaggebend ist, aber wer weiß, ja, ein bisschen Grip hat in den ersten Kurven, ein bisschen mehr vielleicht als andere, kann das schon mal was nutzen. Auch wenn die Bremsen gerade mal funktioniert. Und Turn 1 ist ja hier in Watkins Glen immer so eine ganz heikle Geschichte. Turn 1 und dann halt die Zufahrt Richtung Schikane. Ah, da knallt es regelmäßig und ich weiß nicht warum. Ja, da wollen die Leute halt einfach alle nicht nachgeben. Aber wir werden sehen, ob es heute besser läuft. Also Platzierung halten, das wäre so das Minimum. Vielleicht mal 1-2 Plätze nach vorne, das wäre eigentlich natürlich super. Top 5 wäre richtig geil, aber es wird schwer. Das wird richtig schwer.
Aber ich denke mal, wenn wir wirklich unter die Top 10 kommen könnten, das wäre schon ein super Ziel. Und auch ein ganz realistisches. Aber ihr habt gesehen, wie eng das zugeht. Die Frage ist natürlich immer, wie konstant sind die anderen? Ich krieg's hier eigentlich recht gut hin, einigermaßen konstant zu fahren, also in den Trainingssessions. Natürlich, Training und Rennen ist immer noch was anderes. Wenn ich ein bisschen freie Fahrt habe, fahre ich meistens konstanter, als wenn Leute um mich herum sind, was ja eigentlich auch normal ist. Aber auf eine Runde ist man, sind viele schnell, ich genauso, aber auf viele Runden am Stück, das ist eben das Schwierige. Okay, Freunde, machen wir uns mal bereit für den Start. Noch einmal Schultern lockern und einmal alles ausschütteln. Gleich geht's los. Alright, Stefan, get ready. Green, green, green. Und da schieben sich schon die ersten von der Strecke. Oder fast. You fucking retard. Puh, okay, so viel schon mal dazu. Oh. Left side, left side. Left side clear. Good start, mate. Nice. What the fuck? Oh. Was war das denn? Der war doch gerade mal 12. Oh Gott, sehr niedlich. Oh. Oh ja, Sarge ist jetzt schon mal leicht geschockt. Du noch kurz alle Potter, okay, Tio? What did he say? Okay, Stefan, hold your nerve, just keep it smooth, no mistakes. Versuchen hier ein bisschen Pace zu finden. Seventh position. Ah, den Oliver hinter mir habe ich ein bisschen absetzen können, aber die Jungs vor mir sind natürlich schon gut weggezogen. Na, der Damian vor mir, der zieht leider gut weg, der BMW. Kannst du alleine noch eine Contest? Suboptimal.
Damian dran zu bleiben, natürlich mir echt schwer, aber ich kann mich wenigstens nach hinten absetzen. Das ist schon mal was Gutes. D7. Jetzt gab es hinter mir die Überholmanöver. Oder irgendwas Schlimmeres. Und der Oliver ist ganz weg. Und Damian vor mir wird jetzt ein bisschen aufgehalten, wie es aussieht. Das könnte unsere Chance sein, da noch mal wieder ein bisschen ranzukommen. The gap in front is now 2.3. Das ist ein schöner Dreikampf da vorne mit Michael Winter, Facundo und Damian. Brav, Bella. Los, brav. Schön sachte um die Kurven fahren. Abstand nach hinten zu Kevin bleibt einigermaßen konstant. Ah, da vorne, da geht's eng zur Sache. Stefan, the current fueling window will open after 23 minutes. Closes after 32 minutes. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir da vorne noch von der Nummer profitieren können. Gaining, aber auch nur, weil die so ein bisschen im Kampf sind da vorne. Den Damian, oder wahrscheinlich heißt er auch Damien, freie Fahrt hätte, wird er sich bestimmt sukzessive weiter von mir absetzen, weil er hängt da jetzt wirklich hinter Facundo fest.
10th off in Sector 1. Sector 2 is 0.38 off the base. Sector 3 is 0.27 off the base. Ah, Sektor 2, da verliere ich auch generell immer am meisten. Das war auch in den Trainings schon so. Da habe ich es teilweise sogar mal hinbekommen, in Sektor 1 immer der Schnellste zu sein. Aber in Sektor 2 verliere ich dann immer unheimlich viel. Also es sollen wahrscheinlich, werden es in etwa 23 Runden, 22, 23 Runden, je nach Pace. Dann wisst ihr zumindest schon mal, worauf ihr euch einstellen könnt. Die drei Jungs, die da vorne jetzt fahren, sind wahrscheinlich alle schneller als ich, wenn sie alleine fahren würden. Aber dadurch, dass ich jetzt freie Fahrt habe und die drei nicht, komme ich halt so langsam ein bisschen ran. Das ist ein unheimlich intensiver Dreikampf. Ah, wird mir auch nicht überraschen, wenn es da gleich nochmal knallt. Problem ist natürlich, wir laufen jetzt auf, sind wir bald dran, kommen da aber auch nicht vorbei. Oha, oha. Ah, Damien und Facundo. Da. Hart am Fighten. Jetzt hat er. Mal sehen, ob wir da vielleicht noch irgendwie rankommen können. Last lap time was 48.27. Okay, Stefan, lap time's pretty consistent. Na, Turn 1 gerade beim Anbremsen etwas zu spät auf der Bremse. Da habe ich schon den Windschatten gekriegt und dann ein bisschen später gebremst als sonst. Hat gleich Zeit gekostet. Oha! Dachte, die berühren sich jetzt. Hab schon ein bisschen, schon extra ein bisschen später aufs Gas gegangen. Oh.
auch wieder gut Zeit liegen lassen. War keine gute Runde. That was a 48.62. Ich glaube, der langsamste der Gruppe ist tatsächlich der Michael vorne. Das würde mich echt nicht überraschen, wenn da vorne gleich nochmal irgendwie ein Kontakt stattfindet. Ah, jetzt ist Damien endlich vorbei. Oh, da ist schon der Kontakt. Behind is now 5.3. Okay, Stefan, the next car is Winter. Ohne Worte. Ich wusste nicht, wohin ich soll. Car on your right side. You are clear on your right side. Es hat uns zwar zwei Plätze gebracht, aber viel gekostet. Also. Oder fünf. Auf jeden Fall wieder Spannung. Ist das ärgerlich? Und ich habe extra schon gebremst und bin vom Gas gegangen. Ich konnte es einfach nicht verhindern. Still there.
Wir sind mal verteidigt. Okay, Stefan, don't think about lap times. Just hit each and every apex. That's 20 minutes to go. That's half distance. Think about 12. There's a few remaining. That was 149.78. Ein Platz gut gemacht. Aber Leute, wisst ihr was? Ich will ja jetzt keinen Zweikampf scheuen. Aber im Sinne des Ergebnisses fährt euer Sarge jetzt an die Box. Warum macht er das? Ich hänge einfach nur fest, ich fahre fast 2 Sekunden langsamere Rundenzeiten, als ich fahren kann, wenn ich freie Fahrt habe. Es ist ein schöner Kampf, ja, aber ich will wieder ein bisschen weiter nach vorne kommen. Ich will an dieser Gruppe vorbei. Also versuche ich das jetzt mit einem Undercut und hoffe, dass ich jetzt, wenn ich rauskomme, freie Fahrt habe. Das ist jetzt meine Hoffnung. Und das hat geklappt. Ich habe jetzt freie Fahrt und jetzt muss ich zusehen, dass ich wieder Runden fahren kann, wie ich sie gefahren habe, bevor ich da in diesen Konflikt mit reingezogen worden bin. Dann kommen wir an dieser Kampfgruppe auf jeden Fall vorbei. Das ist natürlich für euch jetzt uninteressanter. Ihr hättet wahrscheinlich jetzt lieber auch gesehen, dass, dass ich da versuche und weiter kämpfe. Um Spaßfaktor habt ihr auch recht. Andererseits ist ja ein deutlich erhöhter Risikofaktor. Was war nächste Runde für Rundenzeiten? Was die nächste Runde für eine Rundenzeit wird?
hoffen, dass sich euer Sarge nicht verrechnet hat mit dem Sprit. Dass ich auch meinen Abstand nach hinten halten kann. Your lap time was at 48.07. Aber das meine ich. In dem Hulk habe ich eine 1.49.5 oder so gefahren. Und jetzt habe ich mal eben 1,5 Sekunden Zeit gut gemacht auf diese Runde. Wie sagt man so schön, it's Hammer Time. Hat sich der gute Tor hinter mir scheinbar auch gedacht, weil er ist nämlich deutlich schneller als ich. Immer davon aus, der Tor hinter mir wird auch schon in der Box gewesen sein. V12. Wir werden sehen, ob meine Taktik aufgeht und vor allen Dingen werden wir sehen, ob ich genug Sprit an Bord habe, weil das natürlich jetzt extrem knapp kalkuliert. Ich hoffe mir zwar, dass Tor hinter mir nochmal in die Box muss. Weil er ist halt einfach schneller, aber ich kann mir vorstellen, er wird es genauso gemacht haben. Ich weiß nicht, wo der Kollege gestartet ist. Was at 147.85. Oh, das ist der Kevin natürlich wieder vor mir, aber gut, klar. Kam ja auch schon vor mir
Da war ja durch diese Kollision wieder an mir vorbei. Aber auch an dem bin ich deutlich dichter dran gekommen jetzt. Gas bitte. Ja, ich glaube, das ist einer aus der Kampfgruppe vorhin, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube ja. Da parkte gerade ein Auto ganz links irgendwie, ganz seltsam. Okay. It's time to fight. Six. That last lap was a 148.04. Ah, comes on. Ja, wir sind auf P6 zurück. Das heißt, dieser Undercut hat uns auf jeden Fall 4 Plätze gebracht. Okay, der Sprit reicht, das ist schon mal gut. 3 Runden, schätze ich mal. Okay, Freunde, das wird auf jeden Fall noch ein enges Finish hier. That lap was a 147.87. The guy ahead has just done a 147.76. That's good consistency. Keep it up.
jetzt beginnt die richtig heiße Phase. Jetzt heißt es bloß keinen Fehler machen. Stay on it, there'll be a chance. Da geht's richtig eng zur Sache. Und da gab's die Berührung. So stupid, guy. Na, das ist durch das Hin- und Hergezacke, dann passiert sowas. Stark gebremst. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. Okay, auf in die letzte Runde. Puh. One more lap to go. Ich glaube nicht, dass ich da nochmal richtig in Angriffsposition komme. Aber wir werden es erleben. Alright, Stefan. I estimate you've got 5 minutes of fuel Das reicht leider nicht mehr.
Okay, aber Platz 5, Freunde. Okay, it's over. Good drive. Das war am Ende gar nicht so schlecht. Also Platz 4 wäre drin gewesen, aber ja, mein Gott. Dazu war ich nicht gut genug heute. Ärgerlich natürlich, wirklich ärgerlich ist diese Kollision, dann wäre auch mehr drin gewesen. Aber manchmal läuft es halt einfach bescheiden. Aber der Undercut, Freunde, der hat uns hier auf jeden Fall richtig nach vorne gespült. Also das war, diesmal hat es funktioniert. Ich will das ja auch nicht in jedem Rennen machen, aber in diesem Rennen hat es sich einfach echt angeboten. Alleine diese 1,5 bis fast 2 Sekunden, die wir verloren haben in diesem Pulk, als wir auf Platz 10 hingen. Und nach den Boxenstops waren wir wieder Sechster. Also das hat super funktioniert und war hier auf jeden Fall absolut die richtige Entscheidung. Ergebnisorientiert. Klar, der eine oder andere wird sagen, ja, aber anders hätte es schöne Zweikämpfe gehabt. Ich finde, die hatte ich jetzt zum Schluss auch. Und ihr wisst ja auch immer nicht, ne, wenn man so dicht hintereinander herfährt, passiert auch eher mal was. Aber vor allem kostet es halt einfach Zeit. Und ich glaube, die Entscheidung war absolut die richtige. Ein bisschen Glück jetzt auch mit der Berührung zwischen Kevin und dem Kollegen gerade eben noch. Dass wir davon nochmal wieder Platz haben gut machen können. Vielleicht war es auch Netcode, muss man sich am Ende nochmal angucken. Aber alles in allem, hammergeiles Rennen, hat auch wieder richtig, richtig Spaß gemacht. 6 Incidents, das ist auch völlig okay, weil für die 4, ganz ehrlich, da kann ich nicht wirklich was dafür. Ich stand ja schon auf der Bremse und wusste einfach nicht, wo ich nicht sollte. Also manchmal hat man einfach Pech. Freunde, Fünfter, hammergeil, war ein geiles Rennen, hat richtig Spaß gemacht. Aber ich sag euch ehrlich, es war jetzt in den letzten Runden, es war auch richtig anstrengend, also. So, yay, hammergeil, dann würde ich sagen, schauen wir uns einfach nochmal an, was hier im Rennen passiert ist. Achso, nee, war ja richtig. Einmal zurück zum Start. Oh, da haben wir schon. Da hat es ja vor uns schon beinahe gekracht. Ah, jetzt dann vorne richtig eng zur Sache. Aber für Turn 1 diesmal sehr diszipliniert. Diesmal ist dann nicht wirklich viel passiert. Also zumindest vor uns nicht. Hinter uns scheint es dann doch mal die eine oder andere Berührung. Ja, da hat es die Berührung gegeben. Oh, Neon the Cat Auto. Sehr nice. Und da auch nichts für. Ach, da gab es dann die Berührung. Genau. Okay, das können wir uns das nochmal hier. Man sieht es leider nicht im Bild. Also gucken wir uns das noch einmal kurz an. Das sah auch irgendwie ein bisschen strange aus. Der Mercedes will die Tür zumachen und der Audi kann nicht mehr ausweichen. Und da kommen wir dann irgendwie mitten durchgerollt. Also richtig Glück gehabt. Und ihr seht's, hinter uns, da knallt's dann nochmal richtig. Da fliegen noch mehrere Autos ab. Und ich frage mich auch, warum er nicht auf die Bremse geht hier. Warum er nicht auf die Bremse geht. Ist mir wieder ein absolutes Rätsel. Also immer so dieses, ja, okay, jetzt hat's für mich geknallt. Jetzt ist mir das aber auch egal. Sollen mir halt die anderen noch ins Auto fahren. Er hier, der Audi, macht das richtig gut. Bleibt möglichst auf einer Linie und versucht dann irgendwie zur Seite zu rollen. Also mehr kann er auch nicht machen. Wenn er jetzt bremst und sich dann dreht, ist das wieder unkontrolliert. Er macht's gut, muss man ihm lassen. Also finde ich, war die absolut richtige Lösung. Nur so konnte ich auch das vorbeigehen und die hinter uns konnten sich theoretisch drauf einstellen, was da noch passiert. Und hier auch ein bisschen Rumgeschiebe. War jetzt nicht so prickelnd aus. Da ist das Auto auch doch sehr, sehr krumm. Oh Gott, er versucht's noch. Tut er mir ein bisschen leid. Ja, aber Lukas, ja, man sieht richtig, wie krumm das Auto ist und es fährt nicht mal mehr richtig geradeaus. Aber er kämpft sich in die Box zurück und ihr seht, da stehen einige Autos. Vorne links steht noch einer mehr, also 5 Stück stehen hier schon alleine. Das ist heftig. Ja, hier gibt es noch wieder ein paar Körbberührer. Ah, hier das Ganze auch, das wird wahrscheinlich noch häufiger passieren. In dieser Kurve gibt es das ja leider auch immer wieder mal, obwohl, ne, da geht es ein bisschen übers Kies. Oder über die Wiese.
Bin dann nachher noch gespannt auf die Szene, die vor uns passiert ist, die für uns zum Crash gesorgt hat. Da waren wir ja nur absolut der Leidtragende. Aber manchmal läuft es halt einfach auch bescheiden. Oh, und ich dachte, er fängt ihn ab. Nein. Ah, schade. Ja, hier wird es wieder nur über die Curbs gehen. Ich finde, hier so in der Schikane liegt der Mercedes deutlich besser als der BMW. Oder meiner Erfahrung nach mit meinem Setup kann ich mit dem Mercedes da deutlich früher aufs Gas, als ich das mit dem BMW kann. Oh, eingeschlagen. Das ist auch noch alles hinter uns im Feld gewesen. Das ist jetzt die Szenerie vor uns. Mit Damien, der da irgendwie sich schon an dem Ferrari vorbeigekämpft hatte. Da gab es nur einen Curb-Treffer. Da genauso. Also nichts Spannendes. Hier wahrscheinlich auch wieder nur. Jawohl, nee. Ein bisschen weit raus, okay. Jetzt kommt die Szenerie. Und ich habe alles versucht, wir gucken es uns einfach nochmal an. Ich habe alles versucht und ich wusste nicht wohin. Ich wusste einfach nicht wohin. Ich weiß gar nicht, warum die Kollision überhaupt stattfand. Oh, Moment, wir müssen natürlich mal vorwärts machen. So. Hier ist alles gut, da berühren sie sich nicht. Netcode. Da gab's einen Netcode. Oh Gott, der war auch schon wieder ganz schön krass. Moment, hier kann man schon sehen. Hier gibt es die Berührung, hier bricht plötzlich der Mercedes aus, also Netcode, ne? Und dann nimmt das Chaos seinen Lauf. Können wir das Ganze mal in die Rear Chase umschalten oder versuche ich dann irgendwie irgendwo auszukommen, dann dachte ich rechts, links und dann kommen sie doch in die Richtung rüber und dann konnte ich nicht mehr ausweichen, weil ich halt auch voll auf der Bremse stand. Ja, bitter für uns, vor allen Dingen eben, weil es einfach, jetzt mal von der Kollision abgesehen, aber weil es einfach so viel Zeit gekostet hat, dieses Bremsmanöver. Ja, aber so ist das. So ist das, ne? Immerhin hatten wir Glück, dass das Auto nicht, also unser Auto nichts abgekriegt hat. Und am Ende konnten wir uns ja noch wieder gut nach vorne kämpfen. Bis auf Platz 5. Ich glaube, auf dem Platz wären wir jetzt ja sowieso gewesen. Ah, das ist der Michael, der da in die Kollision mit verwickelt war. Wir können da noch mal ein bisschen über die Curbs. Ja, das Ganze hier auch. Also das werde ich jetzt mal überspringen. Ich glaube, da wird es nicht unbedingt was Interessantes zu sehen geben. Okay. Ja, hier gab es dann den Dreher. Bisschen auf die Wiese gekommen. Haben wir jetzt schon mal gesehen. Ach, da gibt es auch einen BMW im Feld. Sehr gut. Habe ich gar nicht mitbekommen, weil alles so weit hinter uns war. Auch hier wieder nur Curbs, obwohl, da war es noch die Wiese und da sind wir schon wieder den Kollegen und nochmal. Und der Audi, schade. Ach, das war da glaube ich die Szenerie, wo ich das Auto so komisch habe abbiegen sehen und mich gefragt habe, wie der da hinkommt. Ja, okay, alles klar. Jetzt, das erklärt es natürlich. Ja, durchaus. Auch da geht es so wieder einmal über den Curb. Und hier passiert auch nicht mehr wirklich irgendwas. Und da sehen wir jetzt nochmal die Szene. Ja, und das war auch natürlich ein doch sehr unsauberes Manöver. Hat er sich einfach nur verschätzt. Da will er rüber und dann trifft er halt den Kollegen und den Kevin. Und das ist natürlich richtig bitter für ihn, weil ich meine, das ist halt immer so ein heikles Ding, ne? Wenn du rausfährst, also wenn du rechts rüberfährst, um dem anderen den Windschatten nicht zu geben und Kampflinie zu fahren. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum fährt er da unbedingt hinterher? Wenn er schon merkt, er kommt besser aus der Kurve raus. Aber gut, davon haben wir natürlich profitiert. Und nein, da mache ich auch nicht wieder Platz, weil ich konnte für die Situation nichts. Ja, und ansonsten waren wir hier nochmal im Bild, warum auch immer. Aber wahrscheinlich, weil ich da den Curb ein bisschen mitgenommen habe. Ich glaube, da kommt jetzt nicht mehr großartig noch irgendwas.
Ja, obwohl, hier vielleicht nochmal, da geht es nochmal richtig eng zur Sache. Oh. Ah, der arme Kollege, der hat es auch echt nicht gut erwischt heute. Ja, Freunde, das war's. Das war das Rennen. Ich würde sagen, schauen wir uns einfach nochmal gemeinsam die Auswertung an. Dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an. So, springt so viel. 1668. Ja, wir gucken nochmal rein. Er war der dritte Split, so wie ich das anfangs gedacht habe. Gar nicht so schlecht geschätzt. Ja, Platz 5. So, 88 Meisterschaftspunkte. Das finde ich ziemlich gut. Gibt mal wieder ein bisschen Plus im iRating. Finde ich auch ziemlich nice. Ja, ein bisschen Abzug im Safety-Rating. Aber nach dem glorreichen Langstrecken-Event, was wir nun letztes Wochenende gefahren haben, vielleicht war der ein oder andere von euch dabei. Also, wenn ihr das Video seht, ist schon 2 Wochen her. Da gab es natürlich richtig ordentlich Rating an Safety-Rating für mich. Deswegen habe ich mal wieder richtig Plus gemacht. Das tat auch gut, weil muss man wieder ein bisschen Abstand nach unten hin schaffen. Von daher für solche Rennen wie heute. Und ich meine, bei 6 Incidents gleich 11 Punkte Abzug zu kriegen, ist schon ganz schön krass. Aber es liegt natürlich daran, dass ich jetzt halt auch wieder ein höheres Safety-Rating habe. Aber gut. So, ja, Platz 5. Mal kurz gucken, ist sonst noch irgendwie was Interessantes gewesen? Ich glaube, eigentlich nicht weiter. Nö. Ja, das Ergebnis. Dann gucken wir einmal in die Meisterschaft. Da sind wir jetzt durch das Ergebnis vorgerutscht auf Platz 76. Aber ihr seht es natürlich hier, 4 Wochen. Bei uns sind es jetzt gerade mal 3. Oh, führen wir mal die Seite hier an. Auch nicht schlecht. 262 Punkte. Was haben die Jungs vorne? Oh Gott, die haben ja schon einfach mal fast 400 Punkte mehr. Ey. Das ist natürlich schon das bei einer Woche. Krass. Krass. Angel. Er hat schon 92 Punkte Vorsprung. Das ist einfach enorm. Faszinierend, wie man so gut sein kann. Naja gut, ne? Dann gucken wir noch auf die Timetrails. Da war ich mit meinem Timetrail eigentlich recht zufrieden, muss ich persönlich sagen. Also war echt, echt gut. Vor allem aus dem Grund heraus, weil 4 Runden waren zu fahren. Und ich habe es tatsächlich geschafft, alle 4 Runden 1:47.3 zu fahren. Alle 4 und selbst die schnellste Runde, die ich in dem Timetrail gefahren habe, war eine 1:47.30. Also da seht ihr, das lief richtig eng beieinander. Also von daher sehr, sehr konstanter Timetrail, fand ich richtig gut. Da stehen wir jetzt, oh, hinter Robert Newbery jetzt gerade mal. Aber wir haben natürlich auch eine Woche weniger als Robert. Ja, vielleicht nochmal 80 Punkte dazu gerechnet, dann sind wir schon in Richtung Führung unterwegs. Aber Edu Villar, Alan Lang, das sind noch so 2 Kandidaten. Da bin ich mir sicher, dass die noch das ein oder andere Mal fahren und auch noch wieder Punkte holen und uns hier wieder arge Konkurrenz machen. Mal schauen, wie es nächste Woche aussieht. Nächste Woche ist übrigens auch genau das Stichwort. Gucke ich mit euch einmal kurz rein, wo es dann nächste Woche weitergehen wird. Und da geht's, ja. Und ihr könnt euch definitiv auf dieses Video freuen. Nach Spa, da freue ich mich riesig drauf. Habe ich unheimlich Bock mit dem BMW, mit unserer Busted Bella über die Ardennen-Achterbahn zu heizen. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Sollte euch das Video heute gefallen haben, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr mal einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt doch gerne mal ein bisschen was in die Kommentare. Ich freue mich immer drüber, wenn jemand was schreibt und wenn wir ein bisschen kommunizieren können in den Kommentaren. Finde ich super. Und falls noch nicht passiert, lasst gerne auch nochmal ein Abo für den Kanal da. Da freut sich der Captain, da freue ich mich. Da freuen wir uns ja alle im Team. Und dann hoffe ich, dass ihr zum nächsten Rennen in Spa-Francorchamps wieder einschaltet und fleißig die Daumen drückt. Passt auf euch auf, Leute. Macht's gut. Ciao.